Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, dass Antriebslosigkeit, sich schlapp und müde ständig zu fühlen, das ist definitiv keine Entgiftung. Und ich möchte hier mal über ein paar Mythen aufklären und was wirklich Entgiftung ist, was nicht, weil es super, super wichtig ist, sich das immer genau anzuschauen und zu prüfen. Und zwar, das ist ein Thema, und ich habe bis in den ersten Jahren, auch wo ich in die Rohkost reingesprungen bin zum Beispiel und meine Ernährung sehr stark umgestellt habe, sehr, sehr oft fehlinterpretiert, und ich habe immer wieder festgestellt, dass es unglaublich vielen Menschen so geht. Man ist zum Beispiel am Anfang fasziniert, hört davon, ach, man braucht weniger Schlaf, man fühlt sich besser und springt da zum Beispiel in eine Rohkosternährung ein, in eine vegane Ernährung rein, und hat gehört, ja, Krankheiten gehen damit weg, Symptome verschwinden, man fühlt sich besser, und oft ist es auch anfangs so. Aber der Riesenpunkt dabei ist, zu unterscheiden, was ist jetzt Entgiftung und was ist ein Ungleichgewicht vom Körper. Natürlich probiert der Körper ständig zu entgiften und probiert ständig, sich im Gleichgewicht zu halten. Aber wenn er immer in eine andere Richtung stimuliert wird, zum Beispiel von der Ernährung her, und die Ernährung eventuell einfach nicht ausgewogen ist oder im Gleichgewicht, das ist immer eine Balance-Sache. Es gibt genauso wie zu wenig, wo ja sehr gehypt wird in unserer Gesellschaft, immer zu wenig und überall ist ein Mangel und alles viel zu. Ja, wenig Nährstoffe und zu wenig Vitamin, sonst was. Aber ein Überschuss ist genauso schädlich. Es ist immer eine Balance. Du brauchst immer ein gewisses Maß. Es ist nie schwarz oder weiß. Und ein zu viel ist genauso schädlich. Du brauchst diese Balance. Und diese Balance, die kannst du nur herstellen, wenn du dein eigenes Körpergefühl entwickelst. Und du kannst es dir mal anschauen, bei einer Pflanze ist es genauso. Es ist nicht so, dass irgendeine Pflanze kein Wasser braucht und eine andere braucht nur Wasser. Und manche Pflanzen brauchen wenig Wasser, manche ein bisschen mehr Wasser, aber alles sind so zwischen diesem Schwarz-Weiß-Bereich, sag ich mal. So, wenn du eine Zimmerpflanze hast und die gar nicht gießt, dann geht die eine nach 2 Wochen ein, die andere geht nach 5 Wochen erst ein, die andere geht sogar nach 2 Monaten erst ein. Und das ist der Punkt. Es ist immer ein Gleichgewicht. Der Körper braucht gewisse Sachen, aber wenn es zu viel ist, ist es auch zu viel. Wenn du die Pflanze im Wasser stehen lässt, dann fault sie einfach weg. Das ist genau das Gegenteil und genauso bei Vitaminen, Supplementen und so weiter. Zu viel schadet ja nicht. Definitiv schadet zu viel, oft. In der Natur ist zum Beispiel eh alles eher auf den Mangel ausgelegt. Und unsere Körper kommen damit auch sehr gut zurecht, wenn man mal ein paar Tage Vitamin XY nicht isst, kommt er damit eigentlich sehr gut zurecht. Mit Fasten sogar auch. Und bringt sich da gut ins Gleichgewicht, aber er braucht dann halt wieder Energie. Und das mal vorweg. Schon mal ein bisschen angeschnitten. Aber der eigentliche Punkt ist jetzt, wenn du dich zum Beispiel müde, schlapp, antriebslos fühlst, und mir ging es zum Beispiel auch nach einer Zeit immer stärker so. Und am Anfang, ich habe ja Symptome mit der Ernährungsumstellung, die sind verschwunden, mir ging es besser, ich war fitter, leistungsfähiger, aber dann, mit einer Zeit, ist es so eingeschlichen, dass man halt doch mal länger müde war oder schlapp sich fühlt. Und dann irgendwie alles auf die Entgiftung schiebt und sagt, okay, alles Entgiftung. Aber im Endeffekt war mein Körper oft dann nicht im Gleichgewicht. Und das mag vielleicht nicht über ein paar Tage oder Wochen passieren.
bei einer Ernährungsumstellung. Manchmal passiert es eben dann über ein paar Monate oder sogar Jahre, wo es so schleichend minimales Disbalance, minimale Disbalance, minimales Ungleichgewicht. Und das ist nämlich der Punkt. Es ist nicht normal, wenn du den Körper entgiftest, ganzheitlich reinigst, dass du dich extrem müde oder schlapp fühlst. Wenn du dich extrem müde oder schlapp fühlst, ist es immer ein Zeichen davon. So, es kann auch mal Phasen geben, aber diese Phasen sollten nicht über Wochen gehen. So, wenn du dich über Wochen schlapp und träge und müde fühlst, dann ist irgendwas nicht im Gleichgewicht. Beziehungsweise bei der Entgiftung, die trennt sich eben in zwei Punkte und die sind super wichtig, das solltest du dir unbedingt anschauen. Die Entgiftung trennt sich in zwei Punkte. Erstens das Lösen, und das ist eigentlich kein Problem. Lösen bedeutet, du hast ein Haus, du hast deinen Körper und jetzt schmeißt du die ganze Dreckwäsche aus deinen Schränken in den Flur. Das bedeutet lösen. So. Und das ist eigentlich kein Problem. Das, wenn du einfach deine Ernährung umstellst, dich mehr bewegst, dann löst es sehr viel Giftstoffe aus deinem Gewebe, Toxine, die der Körper dann eigentlich ausschwemmen möchte. Aber heutzutage ist das Ausleiten das Problem. Das heißt, irgendwann ist dein Flur im Haus so voll von der Dreckwäsche aus den Schränken, aus dem Gewebe, aus den Zellen rauskommt, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst in deinem Haus. Du kannst nirgends mehr gerade laufen, nichts mehr funktioniert, du bist antriebslos, energielos, schlapp, müde. Aber wenn du jetzt schaust, auszuleiten, das heißt diese Dreckwäsche auf dem Flur zusammenzunehmen und nach draußen zu transportieren, das ist der wichtige Schlüssel und der wichtige Schritt. Und das wird fast immer unterschätzt. Ich habe es immer unterschätzt. Und man soll sich eigentlich nur aufs Ausleiten konzentrieren, weil wenn man seine Ernährung umstellt, das Lösen passiert sowieso, dass die Dreckwäsche aus dem Gewebe und überall rauskommt. Das Ausleiten ist eigentlich der wichtige Punkt. Und darauf sollte man sich fokussieren, Basenbäder zu machen, den Darm zu reinigen, auf verschiedenste Wege. Und ja, Trockenbürsten kann man noch machen, den ganzen Kreislauf in Schwung bringen, Bewegung, Sport, den Lymphfluss in Gang bringen. Das sind alles Punkte, die man dabei beachten muss und sollte und immer die in einem überwiegenden Maß drinnen zu haben. Weil dann kommst du auch dahin, dass du dich nicht, auch wenn dein Körper entgiftet, dass du dich dabei nicht müder und schlapper fühlen musst, als du vorher warst. Also du brauchst definitiv, wenn du dich bewegst, wenn du raus in die Natur gehst, wenn du frische Luft atmest, wenn du diese Ausleitungsmethoden, die ich gerade angeschnitten habe, beachtest, dann brauchst du definitiv nicht 10, 12 Stunden Schlaf am Tag. Und du musst dich definitiv nicht müde, antriebslos fühlen, keine Energie zu haben für Sport, Bewegung oder sonst was. Das ist dann entweder ein Ungleichgewicht, weil man in der Ernährung einfach nicht ausgeglichen ist, ausbalanciert ist, weil man zum Beispiel zu viel überzüchtete, unreifes Obst isst oder Gemüse oder halt extrem einseitig. Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie in einer Mahlzeit alles Mögliche rein tun muss, sondern es reicht auch völlig, du kannst auch nur ein Lebensmittel zu einer Mahlzeit essen, passt auch. Kommt in der Natur auch vor, dass man nur einen Baum hat und dann vielleicht noch ein paar Kräuter nebendran und man isst nur ein, zwei, drei Sachen in einer Mahlzeit. Reicht völlig aus. Aber wenn du über Wochen, Monate Supermarktsachen isst und so weiter, die sehr aus dem Gleichgewicht sind, dann kann man da sehr schnell in eine Disbalance kommen. Und deswegen muss man das Körpergefühl unbedingt entwickeln. Da führt nichts dran vorbei, weil sonst weiß man nicht was, wie viel, in welchen Mengen. Und selbst wenn jemand sagt, oh, du solltest das zu dir nehmen, vielleicht ist bei dir die Balance eh schon drüber und dann nimmst du das zu dir und dann ist noch mehr außer Balance. Es ist immer ein Gleichgewicht. Auch zu viel ist schlecht, zu wenig ist schlecht. Es hält sich immer die Waage und der Körper gleicht es immer aus. Es ist super wichtig, das zu verstehen.
Und dieses Mangeldenken ist meistens, egal in welchem Bereich, nur in den Köpfen. Es gibt immer diese beiden Seiten. Und es ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist eine Balance. Und ausgeglichen, wie ausgeglichen man ist, sagt es ja schon, ausgeglichen. Man trifft sich da irgendwo in der Mitte. Man ist in seiner Mitte. Und da wirklich mal drauf zu achten und definitiv, wenn du auch gemerkt hast, okay, du fühlst dich müde oder schlapp und anfangs mag man sich vielleicht noch besser fühlen oder Symptome sind eben, wie gesagt, weggegangen am Anfang. Aber auf Dauer, wenn die Balance nicht in der Ernährung da ist oder man nicht auf das Ausleiten achtet, diese zwei Punkte, dann, ja, dann ist es schlecht und dann hat es auch nichts mit Entgiftung zu tun, dass man sich was Gutes tut, sondern das System stagniert, ist voll mit Toxinen im Blutkreislauf und so weiter, alles schwirrt hin und her und man fühlt sich schlecht, man ist vom Kopf her vernebelt, man ist zu, man fühlt sich nicht gut und das wünsche ich keinem, diese Erfahrung zu machen, die habe ich gemacht, die kannst du dir ersparen, wenn du cleverer bist als ich. Ja, ich habe sie mir auch, ja. Hätte mir sie mir vermutlich auch längere Zeit ersparen können. Genau. Und oft ist man da ja auch ein bisschen stur selber. Oder ja, aber oft ist es auch wichtig, ein bisschen eine Konsequenz zu haben, um Sachen natürlich zu lernen. Aber wenn man Sachen schon gesehen hat, Leute hat, die das schon erfahren haben, dann ist es clever, darauf zu hören oder selber dann nachzutesten und dann wirklich damit zu spielen und darauf zu achten und dann weiß man das. Also achte auf diese zwei Punkte. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann poste sehr gerne mal unter das Video. Lass deinen Kommentar da und teile das Video auch sehr gerne mit Leuten, wo du denkst, die sollten das auch wissen. Und ansonsten, ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann ja, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und ein Daumen nach oben hilft auch, um das Ganze zu verbreiten. Ist für dich keine Arbeit, wenn du das Video eh schon anschaust. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir noch viel Erfolg, viel Spaß auf deinem Weg. Und ja, wie gesagt, lass einen Kommentar da und dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.